So, dann sage ich mal hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Zuvarok und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Tutorial. Und zwar möchte ich euch einmal hier Dungeon Painter Studio zeigen, vorstellen, was das genau ist. Und das gibt es bei Steam für, glaube ich, 15 Euro. Also ist nicht schlimm, tut nicht weh. hat auf jeden Fall eine ganze Menge Möglichkeiten, die man machen kann. Und zwar geht es darum, hier kannst du deinen eigenen Dungeon basteln, wenn du so willst, für Pen-and-Paper-Spiele zum Beispiel deine eigenen Karten herstellen. Wenn du zu Hause eine Spielkarte hast von, keine Ahnung, was gibt's denn da, Scotland Yard oder sowas, ne? Und du willst eine neue machen, eine andere machen. Das Programm ist ideal dafür, das kannst du damit wunderbar machen, überhaupt kein Problem. Zum Beispiel, also es gibt da 100.000 Möglichkeiten, es ist unheimlich easy, unheimlich einfach. Der Workshop, der ist auch sehr prall gefüllt, werde ich auch noch zeigen. Aber ich zeige einmal ganz kurz oder ganz grob mal, was man hiermit machen kann. Ich will da gar nicht so, nicht so 100% ins Detail gehen. Das könnt ihr mir dann in den Kommentaren ja mal erzählen, was ihr nochmal genauer erklärt haben wollt oder nicht. Pass mal auf, wir fangen hier oben an. Hier oben hast du neu öffnen, speichern, Grafik importieren. Da könnt ihr euch alle möglichen Grafiken könnt ihr importieren hier. Die Hotkeys haben wir, einmal hier. Könnt ihr auch selber ändern, wie ihr lustig seid. Dann haben wir hier einfach hier Mods. Ich habe einen ganzen Haufen Mods mit drin. Das gesagt, der Workshop ist voll damit. Die müsst ihr hier einmal, wenn ihr sie downgeloadet habt beim Workshop, müsst ihr sie hier einmal aktivieren. So, dann können wir das Bild später als PNG oder JPEG exportieren oder als PDF-Datei können wir jetzt exportieren. So, dann haben wir hier vorne einmal die Controls. Hier vorne haben wir unser Verschieben-Button. Hier haben wir unser Lasso sozusagen. Hier können wir rotieren, die ganze Sache. Hier können wir das Ganze skalieren. Und hier haben wir zum Beispiel die Untergrundgeschichten. Das kann ich euch mal zeigen. So, ich nehme mal hier so einen Untergrund und sage, was nehmen wir denn hier einfach mal? Was habe ich denn hier Feines? Ich habe so viele tausend Sachen hier. Ich nehme mal das da. So, Floors. Ich nehme mal irgendeinen Boden hier. Ist egal. Jetzt mache ich den hier. Vierkantig. So, zack. Hast du dann ein vierkantiges Ding hingebaut. Wunderbar. Das ist sowas von easy. Kannst du selber sehen, wie groß das haben willst, wie klein das haben willst. Dann haben wir einfach hier Kreise und Ellipsen, kann man sagen. Sind das ja, ne? Wunderschön. Das hast du hier vorne. Die viereckig kannst du selber sehen, ne? Wie du das gerne haben möchtest. Was haben wir noch hier? Diese Ovalgeschichten hier. Da kannst du sozusagen einen kleinen See selber bauen. Weißt du, wenn du das mal so siehst hier? Runde Ecken sozusagen, ne? Zack, runde Ecken. Oder hier zum Beispiel, da können wir selber malen. Ne? Also hier haben wir unseren Pinsel, verschiedene Größen. Da können wir selber ein bisschen rummalen. So, nehme ich aber mal raus hier. Wupp. Und dann haben wir hier zum Beispiel unsere Wände. Da können wir selber unsere Wände hier so hinzimmern. So, zack. Und vielleicht noch eine Wand. So, dann haben wir hier die Linie. Da haben wir einen Anfangspunkt und können dann bauen, wie wir lustig sind oder auch nicht. Ne? Das ist für den Zollstock technisch das Ganze hier. Und wir haben hier noch Bögen. Die finde ich auch ganz interessant. Ein Bogen. Ne? Wie größer, wie runder und ne? Kannst du selber sehen, wo du den hindern willst, wie doll und wie klein und ne? Sehr cool. Es nicht zu unterschätzen. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir oben Objekte. Da hast du aus deinem Pool, den du dir, der hier im Programm auch mit drin ist. Du hast, glaube ich, 3 oder 4 Pools, wo du massenhaft Krams hast. Tiere hast du hier zum Beispiel bei dem hier mit drin. Da hast du Schiffe und Brücken und ach, hör auf. Das ist so viel Kram. Das kannst du hier einfach mit einfügen später in deiner Karte, in deiner Map. Dann hast du hier den Pinsel. Da kannst du, ja, ich verstehe es nicht ganz, aber ne, kannst du hier, wenn du was malst, das kannst du dann sozusagen, da, den wollte ich haben. So, kannst du malen. Weiß nicht, wozu das gut sein soll, aber na gut. Ist halt eben auch damit drin. So, nehmen wir mal weg. Hier vorne haben wir Linien. Da können wir ganz stinknormale, einfache Linien basteln, malen. Wenn wir zum Beispiel ein Spielfeld da gebaut haben, dann können wir mit dieser Linie zum Beispiel sagen, wo wir längs müssen, in welche Richtung, wo wir hin müssen. Das können wir damit zum Beispiel wunderbar machen, ne? Gar kein Thema. Oder wir haben hier die runden Geschichten, das ist genau das gleiche, bloß dann hast du halt eben keine scharfen Ecken, sondern runde Ecken. Ne? Kann man sagen, runde Ecken hast du denn. Auch sehr interessant. Und wir haben die Möglichkeit, hier Texte einzufügen. Da ist zum Beispiel ein Text, den können wir zum Beispiel, die Größe kannst du vom Text ändern und durchsichtig und Farbe und ne? Keine Grenzen gesetzt. Du kannst machen, was du willst. Wenn du lustig bist, kannst du das Ding auch noch mit dem
mit unserem, hier sag schnell, Rotationstool drehen, wie du lustig bist, ne? Alles ist möglich, kein Problem. So, hier oben hast du Tokens. Das sind natürlich Sachen für, wenn du zum Beispiel Dungeon oder sowas bastelst. Das sind jetzt so kleine Abbildungen von unseren Gegnern. Die haben wir hier. Ich weiß gar nicht, ob ich welche habe. Ich müsste mal schauen. Dragon Will. Da siehst du, das sind sowas. Das ist ein Dungeon. Das sind so kleine, ne? Die kannst du einfügen. Kleine Tokens. Dann weißt du nämlich, dass da vielleicht ein. Jemand wartet auf dich, dass der ein Helfer oder ein Endboss oder was, keine Ahnung, was weiß der Geil, halt eben kleine Tokens, kannst du auch einbauen. Und hier hinten hast du Templates, das heißt, sind vorgefertigte Dungeon, wenn man so will, sind vorgefertigte, du kannst auch Vorlagen selber gemacht haben, die du hier reinhaben möchtest und auch selber bearbeiten willst. Oder halt, du kannst die Möglichkeit, hier zum Beispiel ein Template, kannst du dir bei donjon.sh D20, da kannst du zum Beispiel so ein machen lassen, also so automatisch generiert Krams. Das nur mal dazu, ne? Ist also jetzt, wie gesagt. So, dann nehme ich das nochmal raus hier. Wupp, und jetzt kann ich euch mal sagen, hier vorne können wir mal hier einstellen, ob wir das am Raster ausrichten lassen wollen. Das heißt, alles, was wir hier bauen, das rastet hier in diesen unseren kleinen Vierkännchen ein, die wir hier haben. Oder wir sagen hier, erlaubt die Hälfte, dann rastet das auch in der Hälfte noch ein. Oder wenn wir es ganz raus, können wir selber entscheiden, wo wir das hinhaben wollen. Bei Wänden ist das ein bisschen praktischer, dann hat man da so ein bisschen Ordnung drin, ne? Wie gesagt. Dann haben wir hier die Größe, ist unser Spiel, also hier unsere Arbeitsfläche. Die können wir groß und klein machen, wie wir lustig haben, also ne, wie uns das benötigt. Wir können aber auch mit dem Mausrad da rein und raus gehen. Können wir auch, ist auch kein Thema. Dann haben wir einfach die Ebenen hier. Da haben wir einfach hier die Ebenen, das heißt, hier sind unsere ganzen Krams und Sachen halt drin, wenn wir was bauen werden. Zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal, also ich mache einfach einen Untergrund. Pass mal auf, kriege ich das hin? Ich muss mal hier kurz mal raussuchen, nehmen wir die hier und sagen einen Untergrund und zwar Flores. Ja, was Grünes? Haben wir was Grünes? Warum nicht? Was, hier, da, Ground. Da ist auch was Grünes bestimmt. Irgendwas Grünes, irgendwas da hier, so ein bisschen krass da. Da ist ein bisschen krass, pass mal auf. So, zack, ist zwar jetzt mördergroß, übertrieben groß, aber das ist zum Beispiel unser Untergrund. Jetzt haben wir hier zum Beispiel, jetzt haben wir hier eine Ebene hier drin. Das heißt jetzt so, alles was wir jetzt dazu bauen müssen, wollen, das muss da über sein. Weil da über ist, heißt auch hier da über und das heißt, das können wir sehen. Alles, was wir da unterschieben, können wir dann nicht sehen. Aber dazu später mehr. Pass mal auf, da haben wir hier Effekte. Da können wir hier noch Schatten hinzufügen, wenn wir Wände haben, Schatten. Da schauen wir auch noch mal rein. Und hier haben wir einfach den Hintergrund. Da können wir jetzt sagen, hier, wir haben Rechtecke, Linien, so wie es jetzt gerade ist. Oder wir können sagen, Hexagone wollen wir haben. Oder wir wollen Punkte haben. Das können wir natürlich auch machen, so jeder so wie er möchte. Ich habe lieber das mit den Linien und den Rechtecken. Oder, ne, wie gesagt. Da haben wir hier die Transparenz, wie stark wir das sehen wollen oder nicht. Ein bisschen ist ja nicht verkehrt, also ne, da muss man so ein bisschen probieren, wie das jedem ein bisschen passt. Ist glaube ich nicht verkehrt, wenn man so hat ein bisschen Überblick, wie groß das Ganze so wird. Weil circa ein so ein Kästchen ist ungefähr Meter mal Meter, so ungefähr. Ne? Dann können wir die Farbe noch festlegen von unserem Hintergrund und von unseren Linien. Dann haben wir einfach hier die horizontalen und vertikalen, diese großen, dicken Kästen hier. Die können wir auch noch vergrößern. Die können wir auf 10 setzen hier. Dann sind die auf 10 mal 10 Felder. Können wir so machen, wie wir lustig sind, ne? So, das haben wir auch. Gehen wir mal zurück. Dann malen wir mal einfach mal, ja, keine Ahnung, lass uns mal eine kleine Hütte malen oder sowas. Das wäre mal ganz interessant. So, mit der rechten Maustaste, wenn wir die klicken, können wir das hier hin und her schieben. Und die linke Maustaste aktiviert eine Sache. Warum? Das haben wir ganz dahin geschoben. Wir können das auch noch mal markieren hier. So, und schieben das noch mal hier ein bisschen mal rüber. Ne? So, genau. So, und hier unten haben wir einfach mal, hier oben können wir unseren Ordner aussuchen, den wir, wo wir, pass mal, ich muss mein Gesicht mal wegmachen, das ist im Weg. Ach, großartig. So, jetzt aber. Hier unten haben wir unsere ganzen Ordner von unseren ganzen Sachen, die wir so downgeloadet haben und die auch im Programm sind. Jetzt, wie gesagt, sind 4 Ordner, glaube ich, drin. Das ist schon eine ganze Menge, da kann man schon was mit machen. Ne? So, was haben wir hier noch? Oldschool, was haben wir hier? Gut, wir haben jetzt gerade, was haben wir jetzt gerade hier in Gange? Wir haben ganz Fußboden, glaube ich, in Gange. Wir nehmen mal die Wände, pass mal auf, nehmen wir mal die Wände. So, und jetzt nehmen wir mal unseren, dieses da.
und malen einfach mal eine Wand. So, pass mal, wir malen einfach mal eine Wand. Damit können wir einfache gerade Wände malen. Ganz einfach gerade, ohne wirklichen Querelefanz. Ich mache mein, so, meine Ansicht wieder an da. Pass mal auf, wir bauen einfach mal ein Haus. So, dahin, jetzt könnt ihr schon sehen, wie klein das ist. Jetzt muss ich ein bisschen dichter ran. Das sind sozusagen 10 Felder, das ist ungefähr 10 Meter. Das ist schon ein ordentliches Stück Hütte hier, die wir hier zimmern. Wir brauchen eigentlich nicht so, wir machen mal eine ordentliche Hütte hier. So, zack und, ne? Jetzt können wir auch natürlich runter machen. Wir können aber auch hier oben benutzen, den hier zum Beispiel. Ne? Gehen wir hier runter, so, und da mal so hin. Und wenn wir nur ganzen dahin und jetzt mal so quer hier runter, da mal so hin, wupp, und quer wieder zurück und den mal so dicht machen. So. Zack. Und mit Enter wieder, ne, bestätigen, dass man das fertig hat. Auch nicht mal so ganz doof. So, jetzt können wir ihnen aber auch sagen, zum Beispiel, wir wollen hier oben, gehen wir mal diagonal dahin, gehen wir das hin. So, zack. Hier so einen kleinen Bogen ran machen. So. Haben wir einen kleinen schicken Bogen ran gemacht. Jetzt ist natürlich das Problem, dass diese beiden Wände zu lang sind. Das können wir aber auch regeln, indem wir einfach hier unser Auswahl wieder benutzen, das hier die Wand anklicken und sagen, wir editieren die Wand. So, jetzt können wir nämlich die Wand, von der Länge her ändern. Können wir. Warum können wir das hier nicht? Was ist denn jetzt los? Das ging sonst immer. Ach, da können wir die Dicke noch einstellen. Ich bin wahnsinnig. Wer will denn die Dicke ändern? Kein Mensch. So, warte mal, das wollte ich jetzt nicht, das wollte ich haben. So, und ich wollte den haben. Und ich wollte Effekte. Ach nee, pass mal, Effekte können wir auch noch wunderbar benutzen. Warum geht das denn jetzt nicht? So, nochmal dahin. Das konnte man doch ändern. Ach klar. Da müssen wir hin. Wir müssen dahin. Ochse, da steht es auch groß immer dran. Das ist doch hier, Skalierung, da ist es genau, da müssen wir hin. So, skalieren wir das hier. Sagen wir einfach hier, Mensch, Freunde, das Ding ist zu lang. Das müssen wir kürzer haben. Und zwar, nehmen wir das mal hier horizontal, minus 4. So, jetzt ist das Ding minus 4. Quatsch, plus 4 habe ich gemacht. Ich ochse. Da, minus 4. So, gehen wir mal 1, 2, was sind 1, 2, 3, ne? Minus 3. Zack, so. Jetzt muss ich den aber noch darüber schieben. Wupp, einmal schieben. Zack. Passt. Genauso wie den hier. Genauso auch 3 minus machen. Ne? So, zack. Und dann aber müssen wir vertikal sagen. Minus 2, 3. So. Wieder aktivieren, darunter schieben. Fertig. Nun haben wir nämlich einen schönen kleinen Turm, kann man sagen. Einen kleinen hübschen Turm. Den haben wir da hingebastelt. Ist ja jetzt mal peinlich. Mann. Na gut. Okay, pass mal. Wir aktivieren das Ganze mal mit unserem Lasso. Fangen das mal mit dem Lasso ein. So. Jetzt haben wir das alles angefangen und können sagen, hier auf Effekte gehen wir und geben wir dem mal einen Schatten. Wupp, so sieht die Sache ein bisschen besser aus. Nur kann man auch sehen, dass das hier eine Wand ist und nicht nur irgendwie ein Strich auf dem Boden. Das ist schon mal eine ganz feine, tolle Sache. Und das lassen wir mal so. Jetzt wollen wir nämlich noch ein, zwei Wände mehr einbauen. Und ich benutze immer ganz gerne hier unten den Group-Schalter. Ich sage das hier, zum Beispiel die Wände, die gruppiere ich einfach mal. So, und sage einfach mal hier Wand. Dann habe ich da die Wände drin, habe ich nicht so viel durcheinander und vor allem irgendwann ist hier unsere Ebene einmal vollgeproppt. Du findest nachher gar nichts mehr wieder. Das ist alles durcheinander. Und da weißt du nachher gar nicht mehr, wo soll ich denn nur was hinschieben und wie auch immer. Und deswegen, wenn was ist, hier macht euch da kleine Gruppen. Von mir aus auch von jedem Raum, wenn ihr einen Raum macht, ne, stellt da irgendwas rein, macht eine neue Gruppe und packt da den Kram rein. Zeige ich euch auch noch mal, wie das geht. Ganz simpel. Aber wie gesagt, da habt ihr ein bisschen mehr Überblick, als wenn das hier alles nach wild durcheinander ist. Da kommt man echt nicht mehr klar mit. So, jetzt gehe ich einfach hier rein. Into. Jetzt haben wir hier einfach unsere ganzen Wände, die wir gemacht haben. Und jetzt bauen wir einfach nochmal eine Wand hier rein. Zum Beispiel, hier nochmal eine Wand hin. Wupp, da ist sie. Jetzt ist sie auch mit da. Jetzt müssen wir auch noch kurz einen Schatten ran machen. So. Jetzt ist sie auch da wunderbar, wo sie hingehört. Ist die denn zu kurz? Die ist, warum ist sie denn zu kurz? Ach, die hat einen halben. Wir haben ja nur einen halben. Alalala. Das müssen wir nochmal wegnehmen. Wenn wir nochmal neu machen hier. So, nehmen wir das mal raus hier. Zack, von da bis dahin. So, unten dann bitte mit Schatten. So, haben wir. Das haben wir fertig. Jetzt müssen wir natürlich noch
Was natürlich vorteilhaft ist, wenn man da Fenster und Türen drin hat, ne? In so einer Hütte. Das hat natürlich Vorteile. Und die suchen wir unsere Objekte raus. Gibt es natürlich auch, wie gesagt, massenhaft Krams. So, was man im, wo sind sie denn jetzt? Türen. Da sind Türen. So, jetzt haben wir eine ganze Latte Türen. Einzelne und doppelte und offene und geschlossene. Und hier vorne haben wir ein Eingangstür-Tor-Dings. Passt jetzt nicht unbedingt hin. Pass mal, wir nehmen mal so eine Tür. Haben wir da, wir können doch nicht mal in der Mitte setzen. Doch, können wir. Halb. So, mal auf halb, denke ich das. Ich gehe mal dichter ran. Dann sieht man das besser. So, da ist eine Tür. Haben wir da eine Tür? Oh, die haben wir hingebaut. Das Dumme ist jetzt, die kann man jetzt nicht sehen, aber wir haben die hingebaut, weil die Wände da über sind. Das heißt jetzt, wir müssen das Ding einmal nach oben schieben. Zack. So. Und das machen wir wieder ganz klug. Sagen eine Gruppe. Das geht in die Gruppe rein. Wir doppelklicken das und sagen Türen und von mir aus auf ne? Fenster. Ist einfacher zu finden, als wenn das alles durcheinander und weg ist. Ne? Fenster und Türen haben wir da. So. Jetzt haben wir hier alle unsere Fenster und Türen rein, die wir brauchen. Da haben wir eine schöne doppelte Tür. Jetzt lass uns mal ins Schlafzimmer. Können wir ruhig so eine fette Tür da einbauen. Die müssen wir einmal drehen. Deswegen haben wir hier oben die schönen Sachen, wo wir die drehen können. Wir können auch zufällig Winkel ändern. Das zeige ich aber gleich auch nochmal, wie das funktioniert. Und hier vorne ist zum Beispiel die Skalierung. Wir können damit, das auf 100% jetzt, das können wir zum Beispiel die Tür auf 300% machen. Oder winzig klein. Aber lassen wir die mal auf 100. So. So. Jetzt wollen wir die einmal hier reinsetzen. Zack, da ist sie. Das Dumme ist, bei Fenster ist das nicht so wichtig, aber bei Türen, die sieht man so schlecht. Die Nase juckt. Warum juckt mir die Nase jetzt? Die sieht man so schlecht, die Türen. Ne? Und jetzt kann man einfach mal sagen, wir markieren die beide hier. So. Und geben einen Effekte rein. Und sagen, wir machen hier mal so ein bisschen so einen gelben Rand drum. Oder so einen orangen. Wir können es auch orange anmalen. Oder auch in irgendeine andere Farbe, die wir lustig, also die uns gerade gefällt. Gehen wir auf Bearbeiten und sagen hier, machen wir eine andere Farbe. Puh, keine Ahnung, rot. Rot sieht man auch gar nicht mehr. Das geht so, ne? Schwarz, matt. Ja, schwarz geht auch noch. Schwarz wird man auch noch sehen. So. Schließen alle wieder da. Jetzt haben wir das nämlich in schwarz. Müssen wir natürlich hier das hier vorne einmal ändern. Aber egal, machen wir jetzt nicht. So. Siehst du, manchmal sehen, da ist eine Tür, da ist eine Tür. Jetzt wollen wir natürlich auch noch Fenster da rein haben. Und Fenster sind auch noch irgendwo. Wo sind denn die Windows? Da. Ganz unten im Keller sozusagen. Da gibt es auch eine ganze Latte, ganze Reihe. Es gibt die in 1000 verschiedenen Ausführungen. Das ist hier nur eine kleine. Also ich könnte mir jetzt, wir könnten uns hier das noch eine halbe Stunde ranhängen und da die ganzen Mods durchschauen, die ich so habe. Es gibt unendlich viele Fenster zum Beispiel. Es gibt echt unendlich viele. So, hier haben wir noch ein Fensterle. Das wollen wir doch mal hier so zum Beispiel da mal reinsetzen. Ein geöffnetes Fenster, so. Und hier wollen wir auch mal ein Fenster rein haben. Dahin und wir wollen da auch noch eins hin haben, aber das müssen wir erstmal drehen. So, und das müssen wir jetzt machen. Zack, und sagen dem mal, können wir auch hier mitmachen. 45 Grad. So rum, ne? Dahin. Zack. Jetzt können wir das mal hier mal einrasten lassen. Macht er nicht. Er will uns immer irgendwo hin haben, wo das nicht passt. Deswegen raster aus, weiter reinzoomen und schieben wir den dahin, wo wir ihn hinhaben wollen. So, und zwar da. Das machen wir hier mit dem genauso. Den drehen wir einfach 45 Grad, sagen hier, in der Hand nehmen, dahin schieben, wo wir den hinhaben wollen. Zack, und passt. Und das Tolle ist, wir haben alle bei Fenster und Türen mit drinne. Siehst du, passen wunderbar rein. Was haben wir denn noch? Uns fehlt auch, weil hier oben müssen wir auch irgendwie Türen rein haben. Wir haben auch so große Fenster hier. Die müssen wir auch jedes Mal, wenn ihr was irgendwie geändert habt, hier zum Beispiel, so wie ich das jetzt gemacht habe, und ihr sucht hier unten irgendwas aus, wird das nicht hier erscheinen. Ihr müsst erstmal hier oben hoch bei Objekte das aktivieren. Dann ist es auch da. So, jetzt drehen wir das mal um 90 Grad. Da haben wir hier mal so ein... Ach nee, einfach mal Raster können wir wieder einschalten. So, zack. Zack, hier voll die fetten Fenster rein. So. Das ist nicht ganz gleichmäßig, aber... Ne? Darum geht es ja gar nicht. So, das haben wir drin, ne? Die haben wir fertig. Jetzt gehen wir mal hier wieder. Jetzt dummerweise haben wir die Fenster jetzt da nicht reingesetzt. Wir Ochse, ich Ochse. Das können wir aber schnell mal regeln. Wir kopieren die ganzen Sachen hier. Bis dahin. Ne, warte mal.
dahin, dahin, dahin. So, die hier und sagen, das muss da rein. So, kopier das da rein. Fertig. Haben wir auch fertig, haben wir auch da drin. Dann sind wir da nicht durcheinander mit. So, und wie gesagt, da haben wir wissen hier Ordnung. Ihr könnt ja sehen, es wird immer mehr, das wird irgendwann so viel, so schnell, dass man irgendwann keinen Überblick mehr hat. So, und jetzt wollen wir hier nochmal einen Fußboden reinbauen. Das können wir jetzt mal gleich mal machen. Da nutzen wir nämlich die Polygonengeschichte hier, ne, den hier. Und jetzt suchen wir mal aus, was sollen wir denn da reinbauen? Was für einen Fußboden hätten wir denn mal gerne? Weiß nicht, hier so ein Steinfußboden, bestimmt ganz nett, ne, oder? Bestimmt ganz, ne, das ist verkehrt. Verkehrt angefangen. Den nehmen wir einfach wieder raus. So. Zack. Und zack. Wir gehen hier schön an der Kante lang. Zack. Und zack. Und dann schön hier an der... Was müsste hier... Jetzt muss ich die mal ausmachen. Na. Vorführeffekt natürlich ganz klar. Jetzt gehen wir hier so ein bisschen an der Kante rum. Und können wunderbar hier auch einen Kreis machen. Oder wie auch immer, wie wir das haben wollen. Sieht mal ein bisschen aus wie so ein Gitternetz, ne? Wie so eine, weiß nicht, wie so ein Stück Stoff, was man da so rumzieht. So, wenn wir hier unten angekommen sind, sagen wir einfach Enter und fertig. Hängt natürlich jetzt ein bisschen verkehrt, ne? Wenn man so guckt, aber das schieben wir einfach mal nach unten. Unter die Wände und dann passt das. Sieht doch super aus, oder nicht? Das hat doch echt Stil, das Ganze. Und das hier, das brauchen wir mit unserem viereckigen Dings nur machen. Rastern wir wieder ein hier. So, fertig. Das schieben wir auch wieder unter die Wände. Wupp, und das sieht alles schnuckelig aus. So soll es sein. Und so könnt ihr das mit allen möglichen Krams machen, mit allen Sachen, die da sind. Wie gesagt, ihr könnt dann auch noch... jetzt wollen wir hier noch ein paar Möbel rein haben. Oder was haben wir denn hier? Ein Altar haben wir noch. Und ach Gott. Ein Campfire. Im Haus ein Campfire wäre echt blöde, glaube ich, ne? Finden wir noch irgendwas Tolles hier? Türen. Fireplace. Oh, hier. So einen kleinen Kamin wäre doch ganz nett, oder? Bauen wir nochmal einen Kamin an. Pass mal auf, hier sind Kaminen. So, und da müssen wir auch wieder einfach achten. Da ein Kamin. Wupp. Und jetzt können wir theoretisch das gleiche auch machen hier und sagen Fireplace gruppieren, doppelklicken und sagen, keine Ahnung, Wohnzimmer. So, das, und jetzt haben wir hier Into und jetzt haben wir alles, was wir hier ins Wohnzimmer ballern. Das hier, ein Springbrunnen im Wohnzimmer, hat auch nicht jeder, passt da wunderbar hin, oder nicht? Nein, da wollen wir eine Treppe hin haben. So, hier ist noch eine kleine nette Bank. Die passt hier so schön vors Fenster, so, ne? Oder nicht? Wie gesagt, da könnt ihr selber, da könnt ihr euch richtig auslassen. Und das, der setzt sich dann gleich hin, wo man es hin will, hin haben. Also der passt sich dann gleich der Arbeitshöhe an. Wenn ihr so guckt hier, so zack, jetzt wird er noch überstehen, wenn ich ihn jetzt anklicke und wegnehme. Passt er sich da an. So, was haben wir noch Feines? Stühle. Oh Gott, ja. Stühle, ein Tisch wäre nicht schlecht. Da haben wir auch Tische. Nehmen wir hier so einen viereckigen Tisch. Pass mal auf, sehen wir so an hier. Bauen wir den da mal hin. Dann brauchen wir da ein bisschen, wie gesagt, die Stühle. Was haben wir für ein feine Stühle hier? Auch hier sowas ganz Nobles. Nehmen wir ganz was Nobles hier. Das Nobles, ein Stühlchen hier. Und die werde ich mal so hinsetzen. Das ist ja der Trick jetzt an der Sache. Den setze ich mal dahin. Zack. Den dahin. Den dahin. Und den einmal dahin. Und wenn ich jetzt die Stühle oder ich kann ja vielleicht auch schon mit dem Tisch schnappe hier. Da ist der Tisch nämlich, den nach oben hole. Sind die Stühle schön verschwunden. Jetzt kann ich aber auch noch sagen, nein, ich will die doch lieber ein bisschen bewegen, die Stühle. Die sehen mir, das sieht mir nicht so aus, als. Ja, die soll nochmal bewegt werden. Das soll aussehen, dass wir hier wohnen, wenn man so will, ne? Und das kann ich so machen. Zack, nehme ich den hier mal, bewege den so ein bisschen. Drehe den vielleicht noch eine Idee. Na, da ist er zurückgegangen, ne? Dann muss man das Raster hier ausmachen. Muss man mal ein bisschen dran denken. So. Den nehmen wir auch nochmal ein bisschen weg hier. Keine Ahnung, weißt du, den machen wir so hier und. Da hat einer gesessen, dass er seine Füße hoch hatte. Weißt du, was ich meine? So.
Und hier findet ihr, wie gesagt, alles Mögliche. Ihr findet auch noch Kram für auf den Tischen. Und also wie gesagt, man kann sich da auseinandersetzen, dass das nur so raucht. Wie Lichtlampen. Könnt ihr auch noch mit einbauen. Hier so eine kleine, ne? Was nennt so eine nette, wo ist denn die Lampe? Ach, hier muss er wieder aktivieren, ne? Das war wieder dieser Punkt. Da ist die Lampe. Schmeißen wir da oben mal die Lampe rauf. Dummerweise ist die Lampe jetzt nicht zu sehen, weil die ist unter unserem Tisch. Können wir da oben hochrollen. So, jetzt ist sie nämlich da. Und die können wir auch noch ein bisschen drehen, wie wir das gerade hätten. Ne? So, was haben wir denn noch Feines? Blut wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. Nein. Und hier sind auch schon kleine fertige Häuschen. Objekte nochmal wieder anklicken, ne? Kriegst du noch ein kleines. Hier ist eine Hundehütte. Zack. Oder nicht? Das ist eine ordentliche Hundehütte für den Hund. Oder hier für das Pferd, ne? So. Mensch, auch nicht schlecht. Was haben wir denn noch Feines? Wir haben so viel. Also, hier, wie gesagt, hier. Es ist wahnsinnig viel, was hier drin ist. Bäume. Tonnenweise Bäume. Die können wir pflanzen. Und wenn du lustig bist, kannst du ihn auch größer und kleiner machen und dicker machen. Und, ne? Und hier kann ich das mal zeigen. Augenblick. Zum Beispiel mit dem hier mache ich das mal. Und ich sage mal, zufällig Winkel. Jetzt gehe ich mal dich da ran. Jetzt, jedes Mal, wenn du eins geklickt hast, zack, dann dreht er sich ein bisschen. Und das ist zufällig. Ne? Also bei dem Feld ist jetzt nicht so groß, da sieht man schon, dass der gleich ist. Aber wenn du was in so einem Busch hast, ne, der sich ein bisschen dreht, fällt der nicht so auf. Das kannst du genauso auch mit Stühlen machen und mit alles, was du gerade möchtest. Das ist vollkommen Schnurz. Was haben wir hier noch? Bisschen Rüstung. Hier, so ein bisschen zum kleinen Ritter hier noch rein. Was macht mein Freund? Du musst ja mal hier, du hältst mal hier Wache. Und zwar hier vorne. In die erste Pakete Richtung. Dieser Samen. So. Schwupps, mein Freund, da sitzt du. Wir haben irgendwo auch Treppen. Stairs, wo sind die abgeblieben? Da. Treppen ohne Ende. So, wie gesagt, nicht ohne Ende, aber ne, mehr als genug. Hier sowas zum Beispiel. Ne? Oder mit, was haben wir denn noch hier? Hier was, ne? Große Herrschaft, hochherrschaftliches, sowas zum Beispiel. Oder hier für unseren. Müssen wir auch nochmal drehen, weil ich glaube, der Eingang. Ach nee, kann man gar nicht sehen. Nee, der würde so gar nicht gehen. So. 180. Doch, so würde. Das würde klappen. Na, vielleicht noch ein bisschen mehr, ne? So müsste es gehen. Zum Beispiel den könnten wir hier einsetzen. Können wir auch ein bisschen größer machen. Skalierung, ein bisschen, ne? Ein bisschen dicker machen, das Ding. Damit der Hund hier besser reinpasst. So zum Beispiel. Jetzt passt er da wunderbar rein. So. Ne? Also wie gesagt, man hat 1000 Möglichkeiten und hier draußen, wenn man so will. Jetzt gehen wir hier zurück, Wohnzimmer fertig. Jetzt hast du wirklich Übersicht hier. Jetzt kannst du noch das Schlafzimmer machen. Betten, wo haben wir denn ein Bett hier? Hauptsache ein Bett. Irgendwie. Bootschips, Gottes Willen. Da, ne? Also... Wie man gerne hätte, ob das nur was Hochherrschaftliches sein soll. Das steht auf dem Kopf. Sowas zum Beispiel, nicht? Oder man möchte, ja, mehr sowas, ne? Aber da können wir genau das gleiche Spiel machen. Machen wir eine Gruppe, zack. Und sagen, Schlafzimmer zum Beispiel. Wie gesagt, man kann jeder, wie er möchte. Zack, dann mache ich das auf hier. Dann können wir hier unten noch ein Bettchen mehr reinbauen, hier so in die Ecke, zack, ne? Und genauso gut an der Wände kannst auch hängen, was du willst. Und wir haben hier eine Übersicht. Wir haben, ne, das ist alles sortiert, alles geordnet. Und wenn wir mal irgendwo das Problem haben, dass wir irgendwann mal irgendwas nicht sehen können, dann können wir einfach sagen, hier klicke ich das mal zum Beispiel hier die Fenster weg oder hier, sagen wir, das Wohnzimmer gehe ich mal weg. Das, ich brauche Platz, ich muss mal gucken, wie das von der Größe hinhaut. Mache ich das oder Schlafzimmer mache ich aus. Ne? Kann ich so machen, wie ich lustig bin. Aber wie gesagt, ne? Wie gesagt, ich habe hier 1000 Möglichkeiten und noch mehr euch da was herzustellen, wie gesagt, und wenn ihr nachher fertig seid, könnt ihr es als PDF-Datei exportieren oder hier als PNG oder JPEG. Ich gehe mal hier rauf. So, haben wir das hier. Da sagst du einfach Koordinaten hinzufügen. Das ist nämlich diese kleine Kante hier an der Seite. Ist, glaube ich, ganz interessant, wenn du das später in ganz groß hast und zuschneiden willst. Weißt du, wenn du da das zum Beispiel als JPEG, wenn du das runtergeladen hast, also jetzt gepackt hast, weil
unser Ding ist ja schon 3750 Pixel mal 2170. Also du kannst ja riesengroße Bilder malen. Und das passt nicht auf, das passt ja nicht, wenn du das nicht verkleinerst oder so, passt das ja nicht auf ein Blatt Papier oder du möchtest das als eine, na, ein Spielbrett haben. Und ein Spielbrett ist nicht ein DIN A4 Blatt, das ist was Großes, ja. Und normalerweise hast du zu Hause keinen DIN A4 Drucker oder DIN A4 schon, aber kein DIN A1 zum Beispiel, sowas hat man nicht. Dann kannst du dir das nämlich in Stücken sozusagen mit dem anderen Programm einfach drucken lassen oder druckst du das einfach mal und dann hast du nämlich schön die Koordinaten, dann schneidest du das an der richtigen Stelle auch zusammen. Kann man da lassen, kann man auch weglassen, wie man möchte. Transparenter Hintergrund ist natürlich beim JPEG-Format natürlich vorteilhaft. Und hier Show Grids, das ist hier unser Gitternetz, können wir natürlich ausmachen, weil das ist schöner ohne, natürlich, ganz klar. So, dann haben wir hier unten einfach für Roll 20 Net brauchst du 70 Pixel, Fantasy Ground hast du 100 Pixel, Battleground hast du 122 und das geht nachher in Unreal, hat nur 50 und Maximum ist dann 200. Das ist natürlich auch klar, steht ja auch 1020 mal 10.200, mein Gott. Ne? Also das ist schon ordentlich ein großes Geschütz, was hier ist. Könnt natürlich auch selber runterstellen, aber denkt dran, je weiter ihr mit dem Pixel runtergeht, desto schlechter ist die Qualität von den Bildchen sozusagen. Ne? Jetzt wird einfach nur, ne, erstelle PNG, der fängt an und exportiert das Ding, muss jetzt mal gerendert werden, geht natürlich jetzt sehr schnell, wir haben nicht viel drinne. Je mehr Krams du natürlich drin hast, desto länger dauert das. So, dann wird das einfach hier abgespeichert. Ich brauche das jetzt nicht, ich mache das jetzt nicht. Und ja, dann hast du das Ding gespeichert und wunderbar. Kannst du das bei Rule 20 zum Beispiel als hier Pen and Paper zum Beispiel benutzen. Oder was der Geier, ne? Aber wie gesagt, ganz simpel, ganz einfach, wie gesagt. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn es gefallen hat, wie gesagt, schreibt mir doch in die Kommentare. Gebt mir einen Daumen nach oben. Und nicht vergessen, auf den Abo-Button drücken und auch auf die kleine Glocke. Dann kriegt ihr Bescheid, wenn ein neues Video da ist. Wie gesagt, schönen Abend noch oder schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Ich sag mal ciao und ich bin weg.